vor über einem Monat verschwand das argentinische U-Boot Ara San Juan. Vermutlich starben 44 Menschen. Nun muss der Marinechef gehen. Noch immer ist das U-Boot Ara San Juan verschollen. Quelle: Juan Sebastian Lobos, argentinische Marine, AP/Deutsche Presseagentur. Das Verschwinden des U-Boots Ara San Juan, mit 44 Menschen an Bord vor mehr als einem Monat, hat nun weitere, personelle Konsequenzen. Die argentinische Regierung entließ den Marinechef, Admiral Marcelo Sroh. Verteidigungsminister Oscar Aguad begründete die Personalie damit, dass zuletzt verschiedene Versionen über die vermutlich schwache Rolle der Marine nach dem Verschwinden des U-Boots in Umlauf gekommen seien. Am Dienstag hatte die Marine bereits zwei Führungskräfte freigestellt.